liebe Freunde, zum anderen Thema, das möchte ich jetzt auf den Tisch bringen. Ja, also Kollege Volkslehrer, der hat damals auch schon Sachen gesagt, manche, die mir nicht gefallen haben oder ja. Und da gab es manche Sachen, die, da habe ich gedacht, er hat schon recht, aber immer tut man sich auch weiterentwickeln. Ja, ich habe Leute getroffen, die waren bei den Hooligans, das sind aktuell keine Hooligans mehr. Und ich habe Leute getroffen, die haben mal die politische Gedanken gehabt, die haben die heute nicht mehr. Ja. Und vor drei, vier Jahren habe ich dann gesagt, weil ich mir auch weiterentwickelt habe, das, was der Volkslehrer sagt, das ist ja politisch alles bescheuert. Ja. Und da habe ich gedacht, ja gut, wenn du denkst anders, du kannst zu den Aussagen nicht mehr stehen. Und da habe ich die Clips dann entfernt. Ich dachte, ich habe alle entfernt, bis mich vor ein paar Monaten einige Leute hingewiesen haben. Timo, da und da hast du noch Clips über diese Person drin, da habe ich die natürlich gelöscht, weil es sind Aussagen, alte Aussagen, für die mich heute auch schäme und für die ich auch nicht mehr stehen kann. Und wenn ich mich politisch weiterentwickelt habe und Aussagen gemacht habe, wo ich jetzt wieder nicht mehr stehen kann, ja, wo ich dann sage, ja, das war eigentlich auch blöd, dann lösche die auch, weil ja. Wir haben auch zu sehr an die aktuellen Probleme gedacht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt vertiefen. Und dann eine oder Aussagen, du willst nur provozieren, die andere Aussagen sind halt dann natürlich auch bescheuert. Ja. Und dann möchte man entschuldigen, wenn ich welche verletzt habe, ja, emotional. Möchte man beim Giftspritzen entschuldigen. Und natürlich, und das, was deinem Opa passiert ist, tut mir schrecklich leid und ist auch schrecklich. Ja. Und das möchte ich nochmal sagen. Wenn ich Scheiße baue, ja, dann möchte ich auch dafür gerade stehen. Ja. Und deswegen haben die Clips auch gelöscht, weil das war schon eine peinliche Nummer von mir. Ja. Wie schon gesagt, die Aussagen vom Volkslehrer sind bescheuert. Ja.